Und das Rennen geht ohne Northern Sun ab, denn die gelbe Fahne wird jetzt gehoben. Und da ist der Starterfolg zum vierten Rennen in dem Preis der Stiftung 1. FC Köln. An der 1300 Meter Marke Orben Saat strebt an die Spitze, dahinter dann Samer in zweiter Position. An der Außenseite Novisov Borisson, an der Innenseite The Parco Kid, mit an der Innenseite Nimble. So ging es am Übergang vorbei. Drittletztes Pferd ist dann Platz da, Table for Ten, vorletztes Pferd, und am Ende des Feldes da galoppiert Silencio. So geht es durch den Schlussbogen unter der Führung von Orben Saat mit Samer an der Außenseite, kann sich weiter bemerkbar machen. Dahinter dann das Duo bestehend aus Innen The Parco Kid und an der Außenseite Novisov Buddhisen. Dahinter versucht dann Platz da zu kommen. Jetzt geht es in den Einlauf hinein unter der Führung von Orben Saat. Orben Saat weiterhin an der Spitze, aber daneben, da taucht in guter Haltung Samer auf, ganz an der Außenseite auch The Parco Kid und ganz außen Novisov Buddhisen an der 400 Meter Marke. Novisov Buddhisen mit The Parco Kid und ganz an der Innenseite, da kämpft unverändert Samer noch knapp im Vorteil, Samer noch mit dem Kommando, dahinter dann aber The Parco Kid, und jetzt kommt auch Table for Ten angerauscht, Table for Ten jetzt an der Seite von Samer, Table for Ten mit Samer an der Außenseite, dann The Parco Kid, aber an der Spitze ist unverändert Table for Ten ist voraus, die letzten Meter brechen an, Table for Ten wird das Rennen gewinnen, und Table for Ten, der Tisch ist gedeckt für den Sieg, Table for Ten gewinnt, dahinter dann auf dem zweiten Platz The Parco Kid vor Novisov Borisson, dahinter dann Samer vor Nimble und dann Silencio mit Platz da und Orben Saat.